Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection in der vermutlich letzten Aufnahme heute. Ich habe ja hier unten endlich meine Mobfarm eigentlich soweit fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass ich hier mal ein bisschen Tag mache. Zum einen. Und zum anderen fehlt natürlich, dass ich ja den Tag in Abend verwandle oder genauer gesagt, dass ich ein bisschen Netherquarz hole, welches draußen einsortiert ist. Da draußen. Da, so, laufen wir mal raus. Und dass ich ein bisschen Netherquarz hole und ein bisschen Cleanstone. Da dürfte jetzt eigentlich einiges hier vorhanden sein. Oder auch nicht, wir werden gleich sehen. Ja, Netherquarz auf jeden Fall. Cleanstone müsste wenn dann hier sein. Okay, haben wir ein bisschen was. Eisen haben wir wie gesagt genug. Aber das soll mich jetzt erstmal nicht stören. So, ich will heute ist das Ziel, einfach den unten den Raum so weit fertigzustellen, dass ja am Ende schön aussieht. Dazu könnte es sein und wird es sein, dass wir noch ein wenig Stein benötigen. Das heißt, wir nehmen mal das ganze Theater raus. Error, Fehler bei der Auslösung von Tastenkombinationen, Händler, naja, ist egal. Schlimme, so. Das in die Mitte, das raus, das raus. Aha. Die kann auch erstmal so. Genau, das kann ich weg. So. Und dann machen wir noch ein paar Laboratory Blocks. Wie viel haben wir zusammenbekommen? Ja, da kommen wir erstmal eine Weile hin. Entsprechend nach unten. Lalalala. Ich muss eins weiter. Eine XP-Dusche oder sowas sollte ich hier unten auch noch einbauen. Weil ja, wie gesagt, hier wird ja die XP gesammelt. Früher oder später wird das Ding vielleicht mal voll sein. Vielleicht. Dauert noch eine Weile. Bis dahin seht ihr ja, selbst ein geschützter Zombie hat keine Chance. Und man sieht schon, ja, ein bisschen füllt sich das Ding schon. Freut mich natürlich tierisch. Was ist das denn? Lead. Okay, Lead ist kein Problem, brauche ich nicht. Ich brauche Enderperlen, waren hier, ne? Ja, Enderperlen hier rein. Die brauche ich nämlich jetzt gerade auch nicht. Die Enderaugen sind wurscht. Ich brauche jetzt erstmal hier den Boden, den ich vollkommen austauschen möchte. Lalalala. Dann brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Carpenters Blocks, denn die Treppe soll ja auch gemacht werden. Und wenn schon wenigstens eine Treppe da ist, das wäre ja nicht schlecht. So, so. Hier hinten die Wand. Oh Mann, da muss ich auch nochmal ran. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Die Wand da drüben, obwohl ja doch, die muss. Ich muss. Sieht halt scheiße aus, wenn es nicht ist. Oder? Mache ich hier halt einfach eine Art Riegel vor. Das würde auch gehen, dass ich hier noch eine Türe reinbaue. Bin noch unentschlossen. Kennt ihr ja von mir. Wird schon werden. Wir kriegen das hin. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. So, hopp, 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 hopp. Nein, das war nix. Einmal raus, bitte. Wo haben wir? Da haben wir nichts. Da ist der Chisel, genau. Den suche ich. So. Dann so. Dich da. Nummer 3. Genau. Emerald Wall. Und du wirst gebraucht. Okay. So, ich will nämlich hier an der Seite nicht die ganzen Falltüren wieder abbauen. Deswegen wird es wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich so werden, dass ich das Teil einfach so lasse. Und hier, ja, nochmal einen Sondereingang baue oder sowas. Werden wir gleich sehen. Ob und wie. Und meine Effizienzspitzhacke aus Dia ist fast vorbei. Aber gut, das soll mir jetzt erstmal egal sein. Ja, das wollte ich ja eh noch zubauen. Gut, das heißt, der Boden ist eigentlich durch. Wir fangen hiermit an. Dip, dip, dip. Denim, denim. Hep, 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 hep. Das machen wir eigentlich bis hierher. Wie gesagt, die Wand selbst kann ja bleiben. So, so, so. So, wie mache ich das am dümmsten, dass das hier so quasi ein kleiner Eingang wird?
Nee, so nicht. So ist es am allerdümmsten. Am allerdümmsten will ich es ja nicht bauen. Ich will es nur am dümmsten bauen. So. Ich kann das auch so lassen hier, komm. Was soll's denn? Einzige, was ich brauche, ist hier ein bisschen Licht. Okay, damit sind die Wände auch fertig eigentlich. Was jetzt noch fehlt, ist die Decke. Und die Decke werden wir wieder natürlich anders chiseln. Wie genau? Die hier wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ob. Ja, das sieht eigentlich für die Decke sehr gut aus. Ich denke, so wird es werden. Also, hopp, hopp, hopp. Was ich mal noch brauchen würde, wer wollen würde, ist natürlich, weil das holen wir uns gleich mal. Mit ein bisschen Glück. Wie gesagt, kriegen wir auch ab und zu mal da unten Redstone raus. Insofern sollte das kein Problem sein. Was heißt Redstone? Glowstone. Insofern können wir hier auch mal ein bisschen was verbraten. Zum Beispiel die ganzen hier. Und daraus, hopp. Nee. Nee. Ich will eigentlich im Kompressor. Natürlich, wo sonst? So, okay. Ich will eigentlich nur wieder ein paar Glowstone haben. Weil die sind doch zum Beleuchten. Verdammt. Die bessere Wahl. So. Da ist er. Glowstone hier rein. Oh, das dauert. Ja, dann mache ich die Wände, die Mauern erstmal so manuell und lass erstmal den Glowstone da durchcraften. Das dauert bis nächstes Jahr oder so. Und zwar, wenn wir Glück haben. Wenn wir sehr viel Glück haben. Ich muss eh erstmal hier oben alles ein bisschen entfernen und entkernen. So. So, so. Bäm, 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 bäm. Weil ich habe vor, in die Decke ab und zu einen Glowstone reinzuklatschen, der dann halt für die ja, Beleuchtung zuständig ist, was auch sonst. Über Stock und über Stein, hier ziehe ich überall einen Glowstone rein. Tri, tra, trum, trim, die, trum, oder so. Noch einen? Nehmen wir auch mit, komm. Da bin ich gar nicht so. Ich meine, wenn es schon mal da ist. So, machen wir hier zu. Das hier, das hier, das hier, das hier. Wie sagt die Zeit sagt, ja, okay, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, hier in dieser Folge das Ding fertig zu machen. Wird aber trotzdem definitiv die letzte Folge sein, weil irgendwo muss ja auch mal gut sein. Ja, der Dü will ja bestimmt auch irgendwann mal wieder aufnehmen. Ob er will, ist jetzt eine andere Frage. Aber er darf. So, so. Da ist ein Hive. Ich glaube, den hatten wir von unten auch gesehen. Kann das sein? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist aber egal. So, so. Und hier. Du, du, du. Und dann hätten wir schon mal... Verdammt. Komm, das müsste auch noch reichen. So, so, so. Bisschen den Hammer zweckentfremden. Plong, 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 plong. Oh, guck mal an. Hab gar nicht gewusst, dass ich das zumindest in eine Richtung zusammenfügt. Aber warum nicht? Kein Hammer da. Ah, verdammt. Ich muss nur eine Spitzhacke machen, Leute. Sonst wird's doof. Also gehen wir mal hoch und machen uns doof. Eine Spitzhacke oder so. Juhu. Ich brauche Material für eine spitze Hacke. Ich glaube, ich krieg einen Knall. Irgendwo Kristalle. Ich sehe hier keine mehr. Drum gucke ich in die Safes. Doch von Kristallen sind sie leer. Ach ne, hier. Alles da. 1, 2, 3. 4, 5, 6 machen wir gleich. 6 Stück. Tut mir leid. Tut mir leid. Wieder mal ein Huster. Naja, das Hustenbonbon ist auch alle. Ich hätte mal das Hustenbonbon nicht alle machen dürfen. Soll man nicht machen. So. So. Ja. Okay.
Pickaxe, Pickaxe Head. Das so, das so. Eins und zwei. So, die Dinger kann man ja nicht verzaubern, ne? Nein, ging nicht. Halb so wild. Halb so wild. Alles gut. Meckert niemand. Ich zumindest nicht. So, wir gehen mal hier runter. Und, husten nochmal. Weil wir es können. Wir sind so cool. Wir husten die Welt voll. Chisel. Hep. Depp. Und, die hier. Und, haben wir noch welche? Da. Die hier auch. Komm, die hier auch. Dann haben wir alles so gelaboratoriert. Eine Axt reicht erstmal. Denn wir können den hier noch wegnehmen. Dip, dip, dip. Pferdchen im Galopp. Ach, ich freue mich, wenn endlich hier der Raum wenigstens, oder wenigstens ein Raum fertig ist. Ein Raum. Ein Raum. Ein Raum, sie zu knechten. Sie alle zu spawnen und dann im Dunkeln zu töten. Und auch ihre Ahnen. Ja, ich weiß, war nicht gut. Aber selten. Selten ist auch gut. Das darf man niemals vergessen. So, okay. Wie sieht's aus? Da hinten haben wir noch was. Hallo. Na, bist gleich tot, ne? Ist dir schon klar, ne? Ja, 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 ja. Ihr auch. Alle drei. Tut mir ja leid für euch. Ein bisschen. Oha. Das ist nicht so schön. Da muss ich auf jeden Fall noch was unternehmen. Das geht so nicht. Ob das jetzt extra wegen mir war, weil ich da in der Nähe stand, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, da werden sicher schon einige gestorben sein. Und trotzdem, ja. Jetzt hör doch mal auf, mich zu hauen. Ich muss echt vor meiner Turtelangst haben. So, komm, komm. So, okay. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch was machen. Das dunkle Glas selbst haben wir gerettet. Das ist schon mal gut. Zur Not baue ich hier halt erstmal zu, dass da nichts weiter rauskommt. Hier Laboratory Blocks. Es ist scheißegal jetzt, was da erstmal drin ist. Hauptsache, mir fliegt nicht weiter was in die Luft. Diese blöden Creeper, das ist nicht so schön. Das gefällt mir nicht. Entsprechend, hier, 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 hier. Vielleicht einfach nur, weil das Viech mich gesehen hat, hat er mich geärgert. So, ich brauche hier einen neuen... So, den dahin. So, das waren wieder meine Turtle. Okay, das geht. Das geht nicht. Das geht. Dann machen wir wieder hier aus hier. Machen hier ganz zu. Erstmal. So. Ich hoffe, die Turtle kriegt das hin. Bin mir ziemlich sicher, dass es hinbekommt. Ist ja eine schlaue. So. Das dunkle Glas kommt wieder hier rein. Hep, hep. Hey, ich hatte noch eins. Das wird sich jetzt... Ah, das hat der Richter eingesaugt und entsprechend ist es jetzt weg. Okay, ist kein Problem. Wir machen mal so. 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 Beziehungsweise das müsste ich dann, wenn dann umschüsseln in Wand oder so. Obwohl ich kann es... Ja, doch. Ich schüssel das um in Wand. Und zwar in eine spezielle Wand. Schüssel haben wir hier. So. 1, 2, 3. Und zwar in diese hier. Das geht auch. So. Wieder aufmachen. Ich hoffe mal, dass jetzt nichts mehr in die Luft fliegt. Weil theoretisch sehen mich, zumindest die Creeper sehen mich jetzt nicht mehr. Möglicherweise, wie gesagt, ich hoffe, es lag ein bisschen daran, dass die halt Schaden bekommen haben und ja, deshalb tot in der Ecke lagen, weil ich es so konnte. Und da drin scheint einiges zu tun zu sein. Also die Turtle schnitzelt jetzt Ohren. Oh oh. Ich sehe da gerade was. Da fehlt was. Da fehlt was. Wo ist denn der Trichter hin? Kein Wunder, dass da hier nichts abgeht. So, hier und so. Und, Trichter. Den Trichter hat's in die Luft gejagt. Okay, der hat schon mal eingesaugt. Das ist toll.
Und unten XP. So. Das aus. Drehen. Das aus. So, und hier. Hier. Da zur Seite raus. Welches sich wieder nicht verbindet, weil das irgendwie. Aber es hatte doch, glaube ich, durch ein Block-Update in der Nähe hat das gereicht, ne? Ja, okay. Gut. Das ist schon mal was wert. So. Und so. Und dann funktioniert hoffentlich das auch wieder. Mann. Eine Schrecksekunde kann man das nennen. Doofe Turtle. Also doofer Creeper. Im Notfall müsste ich dafür sorgen, dass da eben keine Creeper drin spawnen. Wäre im Notfall auch machbar, aber nee, geht schon so. Ging das letzte Mal auch. Jetzt geht's erst recht. So. Okay, wird schon werden. La 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 la. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So, das hatten wir. Was wollte ich denn eigentlich noch machen? Ach ja, genau. Ich wollte erstmal was für essen, weil wenn ich nichts gegessen hätte, wäre ich ja sonst hungrig. Und hungrige Leute sind nicht schön. Da drin, ja, das Licht hatten wir ausgemacht, ne? Durfte kein Licht drin sein. Außer eben von den Tanks eventuell. Also müssen wir auch da mal noch ein bisschen eingreifen. Toll. Schnell mal hier wegbauen, weil ich die Tanks wieder kriege. Und hier, so, dieser blöde Trichter. Manchmal ist er nervig, ne? So, den hat er schon eingesaugt, ist aber okay. Solange die blöde Voidpipe nicht dran ist, ist alles gut. So. So, den einen muss ich jetzt leider dran lassen. Das heißt, ein bisschen Licht ist halt drin. Stört mich jetzt aber nicht. Ohne Licht geht's nicht. So. So. Und eins noch. Die liegen hier. Wunderbar. Einen hin. Den nochmal leer. Den auch. Okay. Hier kann ich wieder die Voidpipe ransetzen. Löschen das Transportrohr. Ach. Eine Schrecksekunde, Leute. Eine Schrecksekunde. Dieser scheiß Creeper. Mann. Macht mir ja alles zur Sau. So, okay. Das hätten wir. Ich bin hier noch nicht fertig. Denn es fehlt zum einen hier das dunkle Glas. Und jetzt habe ich hier oben zwei. Weißt du was? Damit das so halbwegs vernünftig aussieht, brauche ich die Spitzhacke. Dann machen wir das so. Eins und zwei. So, das reicht. Und ich darf ja vielleicht nicht mehr so nah rangehen. Das war das falsche Glas. Das war typisch. Das war ein Tank sogar. Okay, so. Aber auf jeden Fall sehen mich die Creeper ja nicht mehr. Das ist ja schon mal was wert. Die Turtle überlebten Creeper. Alle anderen nicht. Ah, schon wieder so ein Mini-Ding. Die Dinger, Baby-Zombies hasse ich auch. Habe ich gerade so beschlossen. Ich hasse alles, was klein ist. Ich bin ein kleiner Hasser. So, einmal mal futtern. Und dann gehen wir mal rauf. Hüpp. Rauf. Und dann hole ich mir noch schnell den Glowstone. Den wollte ich noch haben, genau. 16 Stück. Dann gucken wir mal, ob wir die da unten noch verwursten können. Dass wir da einen vernünftigen... Naja, Lichtsensor hinbekommen. Ein vernünftiges Lichtlevel. So meine ich das. Entsprechend nehme ich mal hier einfach alles raus, was keine Mühe zahlt. Hepp. Und hepp. Von oben ist okay. Eins. Zwei. Eins, zwei von der Wand entfernt. Dann der hier da. Hopp. Schüsseln. Mal schauen, was haben wir denn an Glowstone zur Verfügung. Der sieht nicht schlecht. Guck mal, wie der hier aussieht in der Wand. Ja, der passt wahrscheinlich am besten zu dem recht weißen Labor. So, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, Pause. 1, 2, 3. Wer hier der Nächste? 1, 2, 3. Wer hier der Nächste? 1, 2, 3. Technisch gesehen müssten die alle noch eins vor. 1,
2, 3. Ne, obwohl hier sind wir auch 2 von der Wand entfernt. Mist. Vielleicht einfach, wenn ich den hier eins vorsetze. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3. 1, 2. Manu. Voll fies hier. So. Machen wir halt in der Mitte 2. So gut ist es. So. Hier nochmal. Auf der Ebene. 1 und 2. 1, 2, 3. Und hier. So. So. Und so. So. Und wie sieht's hier aus mit dem Lichtlevel? F7. F7 sagt, es ist hell. Alles ist hell. Außer in der Dunkelheit. Da, wo es dunkel sein soll. Das ist gut. Das gefällt mir. Hier passt das. Hier hinten könnten wir noch einen reinsetzen. Einfach nur just for fun. Damit die Beleuchtung halt stimmt. So. Das Ding weg. Ich setze mal so einen hin. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn Schönes. Nein, 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 nein. Ja, nötigenfalls könnte man auch hier den weißen hier nehmen, den wir hatten. Den hatten wir. Also, schönes Zeug ist nicht dabei. Muss man leider so sagen. Aber wir haben ja jetzt oben hier ein bisschen Licht. Licht ist da. Zombies sind da. Der Tod ist da. Das will man mehr. Bin zufrieden hier unten. Yay. Die Treppe machen wir später. Das geht alles zu seiner Zeit. Fackel nehmen wir mit. Und ansonsten würde ich sagen, mache ich mal einen Screenshot und beende hier die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es wieder heißt Minecraft Resurrection. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.